Hallihallo meine Lieben, heute machen wir eine Pizza Hawaii. Und ganz genau, und das drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Geh mal. So meine Lieben, das ist für mich persönlich jetzt der erste Versuch mit dem eingefrorenen Pizzateig. Den habe ich jetzt, geh halt auf hier, den habe ich jetzt lang genug heraus gehabt, dass er definitiv Zimmertemperatur hat. Und Pizzasoße machen wir jetzt ganz einfach, da habe ich jetzt nichts mehr da gehabt. Ein bisschen Paprikamark will ich hinzutun, dann haben wir Tomatenmark, Basilikum sogar und dann haben wir ja noch, oder habe ich damals in dieser Pizzakiste das Ankerkraut, italienische Kräuter mit dazu gekriegt. Und möchtest du die Soße machen oder? Ich mache die Soße. Du machst die Soße, ja. Okay. Dann ziehe ich mich ganz kurz zurück und ich breite dann den Teig aus. Bitte schön. Ob ich das hinbekomme? Einfach mal ausprobieren. Ja. Und dann kannst du mal aufrollen. Ah. Im Normalfall macht man das auch, wenn die Tube zu ist. Warte. Zu. Nach oben durch. Und zack. Der ist hoffentlich weiter offen. Reicht? Ja, das reicht. Gut. Jetzt wird ein bisschen Wasser geholt und was ich vorher noch nicht gezeigt hatte, ja, was definitiv auf eine Frau im Haushalt hinweist. Aber ich finde es geil so, definitiv. Und ich bräuchte ein bisschen Salz. Ein bisschen Salz? Ja. Aber das muss es noch ein bisschen zu fest. Bitteschön. Möchtest du vielleicht ein bisschen probieren? So, das reicht zu viel. Meinst du es? Soße ist gut. Also, nach Pizzasoße riecht es ja schon mal. Warte. Muss noch ein bisschen mehr Kräuter rein. Ja. Gut. So, das sollte reichen. Ich rühre mal schnell um. Dann haben wir unsere Pizzasoße auch fertig und ich lege dann mal mit dem Teig gleich los. So, und dann wäre ich soweit. Ein klein bisschen Feintuning haben wir noch betrieben. Ein bisschen Mehl hier drauf. So. Meine Finger ein bisschen einmehlen. Eins nach dem anderen. Ja. Ja. So. Also ich mache heute zwei identische Pizzen. Die Pizza Hawaii eben. Und deswegen, ja, denke ich, zeige mir bloß die eine und die zweite dann vielleicht, ja, das Endergebnis. Selbe Pizzateig wie beim letzten Mal von Waldis Pizzakanal. Und schauen wir mal, wie er sich heute ausbreiten lässt. Ja. Gibst du mir mal gerade noch einen Löffel fürs Mehl? Und
Und in meinen Livestreams habe ich es schon gesagt. Ich habe von meinem letzten Pizzateig, wo ich noch übrig hatte, am nächsten Tag Pizza gemacht. Für mich ganz alleine, so privat sozusagen. Und da habe ich den Pizzateig wirklich mal mit einem Teigroller ausprobiert. Und ich muss sagen, das war grausam, wie der Teig hinterher verstümmelt war. Also ich werde nie mehr so einen Pizzateig mit einem Teigroller ausrollen. Nie, nie wieder. Also normal sollte ja der Pizzateig jetzt so richtig geil sein. Weil wie gesagt, nach dem Originalrezept Waldis Pizzakanal. Aber es ist halt immer noch ein Unterschied, ob der die Pizza macht oder ich. So. Schön nach außen rollern und ziehen. Man kann den Teig sogar ein bisschen ziehen. Jawohl. Also, dass er sich leicht zusammenzieht, habe ich immer noch. Aber es ist ja bei weitem nicht so schlimm wie beim anderen Pizzateig, wo ich mal gemacht habe. Runde Pizzas gibt es in der Pizzeria. So. Ein bisschen zusammenschieben hier noch. So. Kann ich nämlich noch mal ein klein bisschen. So. Ich finde sie gut. Ah, da haben wir die Pizzasauce. So. Das war der Pizzakäse. Sprich ruhig, wenn du mehr Käse drauf haben möchtest. Mir reicht. Reicht? Alles gut, ja. Gut. Also wäre ich jetzt alleine gewesen, hätte ich wahrscheinlich den Schinken wirklich wieder mit der Hand zerrissen und so drauf geklatscht. Also sieht es auch in Ordnung aus. Ja. Dann tun wir hier ein bisschen Ananas drüber oder auch ein bisschen mehr Ananas. Ach, wir haben ja genügend. Für zwei Pizzen reicht die locker aus. Ja. Mozzarella auch? Ja, auch ein bisschen. Sag Stopp. Da kann noch ein bisschen was drauf. Ja, sehr gut. Ich sehe schon, sogar die Pizzas magst du so wie ich. Ja. Ist ordentlich Käse drauf. Ja. Und hinterher tun wir natürlich dann noch ein bisschen Pizzaioli draufstreuen, genau. Wenn du das magst. So? Ja. Gut. Ja, Leute, dann nehme ich euch mit rüber zum Pizza Ferrari. Leute, während ich hier die Cam einstelle, hat sich Mann noch ein bisschen mehr Käse drauf gedonnert. Ist das geil?
So, ich drehe jetzt wieder, also auf 2,5 vorgeheizt, drehe wieder komplett auf und zack, 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 zack. Boah, also die ist auf alle Fälle definitiv wesentlich größer geworden als die letzten. Geil. Richtig gut geworden. Geil. Wenn jetzt natürlich die Ränder ein bisschen schwarz werden, ankokeln, ist ganz normal, weil wächst der Heizspirale, die kommen natürlich nach oben, die Ränder, die gehen wahrscheinlich jetzt wieder so richtig geil auf und naja, das ist halt dann so, aber kann man mitessen, kann man wegpopeln, das kann dann jeder machen, wie er möchte. Ich stelle jetzt die Zeiluhr nicht ein, den Timer. Ich schaue einfach wieder zwischendurch rein. Oh, schauen wir mal kurz hinein. Und? Sieht gut aus? Ja, wunderbar. Gefühlsmäßig gehe ich davon aus, dass ich die Pizza jetzt einmal drehen kann. Definitiv. Oh, Leute, Leute. Seht ihr diese geile Pizza mit Schinken und Ananas? Brutal geil. So Leute, wieder auf 2,5 runterdrehen. Und die Pizza ist definitiv fertig. Und das meinte ich eben am Rand. Der Rand kommt ziemlich hoch. Und das kann man definitiv nicht vermeiden. Aber schaut euch diese Pizza an. Geil. Wie möchtest du deine Pizza geschnitten haben? Mach so, wie du denkst. Der normale Pizzaschnitt ist etwas... Ja. Schneiden wir einmal in der Mitte durch. Dann schneiden wir das in zwei Stücke. Genau, die reicht es ja auch. Ja, ja, und hier machen wir drei Stücke draus. Dann hast du auch so richtig schöne Pizza-Ecken. Naja, okay, zumindest so halbwegs. So. Wunderbar. Ja. So. Und die darfst du dir jetzt schmecken lassen. Und ich mache mir jetzt meine und zeige euch nachher dann, genau wie jetzt beim Anschneiden, einfach nur noch das Ergebnis. Bitteschön. Dankeschön. Ach komm Leute, da das immer so ein lustiger Kampf ist mit dem Teig, mache ich jetzt die Szene hier noch beim Teig ausbreiten im Schnelldurchlauf. Tja Leute, der restliche Käse kann definitiv nicht schlecht werden, weil es ist kein Käse übrig. Und es ist wirklich so, von Pizza zu Pizza wird es besser. Und da ist das zweite Exemplar, schön noch Pizzaioli drüber. Ja, ja, da kann man, ich habe das Zeug wirklich gerne. So. Und
Schnibbelkowski. Tja, Freunde, die lasse ich jetzt noch ein klein bisschen auskühlen und dann gibt es natürlich auch noch das dazu passende Probiererle, weil so ist es definitiv noch zu heiß. So, Freunde, ich hoffe, die ist soweit abgekühlt, dass ich mir jetzt nicht die Gosch verbrenne. Und ja, das ist eine ganz einfache Pizza Hawaii. Mit extrem viel Käse, jawohl. Und der Boden sieht gut aus wieder. Einwandfrei. Super. Also, wie ich schon gesagt hatte, Leute, nur mit der Hand, kein Teigroller, also sowas hier, dazu nehmen, wirklich Teigblut nur mit der Hand und richtig, richtig lecker. Ich gehe jetzt essen und schauen wir mal, was das Fazit insgesamt nachher noch bringt. Wow! Also die Pizza war wieder super heftig lecker. Gut, es war wieder eine Pizza Hawaii. Habe ich ja schon öfters gemacht, aber es ging ja in dem Video hauptsächlich drum mit dem eingefrorenen Pizzateig, ob der auch gut schmeckt. Hat er dir auch geschmeckt? Ja. Na also, dann ist doch alles perfekt, oder? Genau. Ja. War es das schon? Ja, Leute, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Pizza-Video, auch wenn es wieder eine Pizza Hawaii war, hat trotzdem gefallen. Aber dieses Mal hat es mit dem Pizzateig wirklich hervorragend geklappt. Ich bin absolut zufrieden. Also, Waldis Pizza-Kanal ist super. Den Teig kann man top nachmachen, kann man eingefrieren. Und ja, auf Zimmertemperatur vorher bringen und dann klappt es mit dem Teig. Ja, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.